Okay, Leute, und da sind wir wieder bei Resident Evil 5. Boah. Ich bin jetzt mal gestorben. Ja, wir hängen immer noch an dieser Stelle und ja. Wir wollen euch das natürlich nicht verwehren. Natürlich. Ab und zu müssen wir auch mal sterben. Ab und zu müssen wir euch auch mal speeden. Echt mal. Ja. Ein bisschen Action muss sein. Und ein paar Brüste obendrein. Okay, gegen die Wand. Oh, guck mal, was du machen kannst. Snipern? Du kannst dich gegen die Wand lehnen. Ich weiß, habe ich ja beim letzten Mal schon gemacht. Haben die Leute ja gesehen. Da kommen aber jetzt ein paar mehr. Ja. Oh, aber wir haben uns alle gut erwischt. Das war's. Ah, will der eine nicht aufstehen? Ich wusste doch, dass der eine sich nochmal bewegt. Und ich mach schon mal meine Minen bereit. Aber ich hole jetzt erstmal den Elektrogranatwerfer. Nein, so. Der läuft wieder. Du läufst wieder alleine vor. Lass das Tschüssikowski! Ja, ich muss ein paar Minen legen. Im Voraus. Ah, Pistolenmunition will ich doch nie haben. Wo sind meine Minen? Kaboom, Baby! Pistolenmumpe. Nun kannst du wieder kommen. Ja, toll, hier ist ohne Ende Pistolenmunition. Ey, der kommt vorbei an meiner Mine. Dann lauf ich einfach an dir vorbei. Wie, du hasst mich? Er hasst dich. Ich war nicht mal in der Lage, an ihm vorbeizulaufen. Ja, Ali, ich hab eben gerade erst die Munition gefunden, die ich haben wollte. Warum? Keine Ahnung, weil wegen ist so. Warum ist es auf einmal so schwer? Weiß ich nicht. Das Spiel passt sich unseren Fortschritten an. Ich dachte schon, du sagst, das Spiel passt sich unserer Intelligenz an, ja? Lauf ja, nicht ich warte ja bei den Zombie-Gegnern. Nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Ja, ich kann ja nichts mitnehmen, das ist ja das Coole. Hier gibt's ohne Ende Pistolenmunition, ja, das sollte vielleicht mitnehmen. Irgendetwas sagen. Moment. So, jetzt bin ich bereit. Naja, zieh den Glühstrom. Ich mag den Soundtrack von Resident Evil. Ja, der ist nicht schlecht. Fall um. Wie lange hängen wir schon an dieser Stelle? 5 Minuten oder so? Hast du das gesehen? Wie er rübergesprungen ist oder rübergefallen? Nein, so wie er runtergefallen ist. Das war schön. Weil ich ihn auf sein Bein geschossen habe. So. Runtergefallen. Du mal kleiner, hier. Gemeiner Ali, du. Hey, Hellot! Ja? Schau mal hier. Ali. Licht. Schau mal hier. Endlich kann ich jetzt mal hier diese Granaten ausrüsten. So. Sehr schön. 12 Stück. Ausrüsten. Nein, nicht ausrüsten. Kombinieren mit einem Granatwerfer. Stirbkiste! Hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Elektrogranatwerfer abgeht. Gut. Liegt da hinten noch was für mich? Nein. So, ich gehe wieder genau, vor. Genau, mach die Tür hinter dir zu. Mean Man. I'm the Mine Woman. The Mine Woman. Komm weg. Wow. Ich würde sagen, die sind nett. Nice. Au. Ich hab dir gesagt, geh da weg. Ja, ich muss doch mal die Minen legen. So. Noch nicht, geh noch nicht, weg, schießen, noch nicht schießen. In Kombination mit meinen Minen. Warte mal, ich leg eine Mine und du schießt erst drauf. Aber erst, wenn ich weg bin. Das kriege ich eher später. Jetzt kannst du. Auch weg. Ah, find schön. Ey, 6 Schuss habe ich jetzt schon reingeballert. 7. Könntest du bitte jetzt einfach sterben? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade nicht das Gefühl, dass das so viel bringt. Würdest du einfach mal dich auf den Boden wälzen? Das wäre sehr nett von dir. Der Kopf ist weg, der Kopf ist weg. Okay, weg. Min, 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 min. Kabuya! Der lebt immer noch! Warum? Weg, 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 weg von der, weg, 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 weg! Och, er hat mich erwischt, ey. Beim Rückwärts. Und ich stehe da. Ey, hör mal, was ist denn das für ein scheiß Gegner? Ja, das ist eine gute Frage. Und warum haben wir so viele Probleme mit ihm? Ja, ich weiß es nicht. Vorhin hatten wir nicht so viele. So, vielleicht sollten wir es anders probieren. Weißt du was, das gehen wir jetzt anders an. Ja? Jetzt kommen eure Granaten. Okay. Wir haben vergessen, auf eine bestimmte Stelle zu schießen. Auf seinen Schwachpunkt.
Da haben wir die ganze Zeit drauf geschossen? Ja, schon, aber das hat an uns auch nichts gebracht. Eher weniger, ne? Mhm. So, ich bin jetzt ausgerüstet mit Säuregranaten. Mal schauen, ob die was bringen. Hey, ansonsten haben wir mal wieder eine Felizot. Jupp, das könnte man laut sagen. Dann haben wir wieder eine Felizot. Felizot. Felizot 43. Nee, oder 44. Ja. Du hast 43, ich habe 44, das ist die Nummer 45. Okay. Hoffentlich stimmt das. Nicht. Hast du auch diese lustigen Pams gekriegt? Hast du nur bis Folge 42 aufgenommen? Eigentlich bekomme ich immer Pams von wegen. Wo ist denn die Folge dies und das? Bei Hello. Achso, ja, bei Hello. Ja, die habe ich auch schon öfter gesehen in den Kommentaren. Ja. Also Leute, wir machen das hier abwechselnd und das ist gut so. Wir haben das zwar schon in der ersten bzw. in der zweiten Folge gesagt, aber wir laden das mal abwechselnd hoch. Erst auf meinem Profil, dann auf seinem, dann wiederum auf meinem und auf seinem und immer so weiter. Also ihr findet das eine Folge bei mir und eine Folge bei Arjen. Ich finde es auch interessant, dass ihr das erst in der letzten Folge fragt. Ich meine, wo haben sie denn die anderen Folgen gesehen? Gar nicht. Haben sie übersprungen wahrscheinlich. Oh, ja, haben sie übersprungen, ohne es zu merken. Und dann bei der letzten Folge... Die gucken wahrscheinlich die Hälfte immer bei dir. Und ja. Dann fällt auf, hey, sag mal, müsste da nicht noch was sein? Ja, das ist immer so komisch, da sind Sprünge drin. Genau. Erst am Ende fällt ihnen das ein, bei Folge 40. Irgendwas fehlt da. Okay, Ali, du darfst. Ja. Ich stehe bereit. Du darfst. Komm zurück. Ih, der atmet auch irgendwie so ein komisches Zeug aus. Guck mal, das bringt doch gleich viel mehr. Nicht? Vielleicht? Lauf weg da. Wir ein gutes Team. Nächste. Wow, das war knapp. Ich hab ihn mal weggeschleudert, ne? Lauf weg! Okay, da habe ich daneben geschossen. Pass auf, er ist hinter dir. Jo. Und er verliert Einzelteile, also wir machen ihm schon irgendwie Schaden, aber irgendwie wächst das auch nach. Wow. Könnten Sie bitte Ihre Minen etwas weiter weglegen? Ali, pass auf! Mir geht's gut. Okay, ich habe jetzt 12 Schuss drauf geballert. Jetzt habe ich noch... Eine Idee habe ich jetzt noch. Ja? Einer schießt von vorne, einer schießt von hinten drauf. Gut. Aber nachdem man das jetzt geschafft hat... Es ist wollen wir einfach vorbeilaufen? Sollen wir das mal versuchen? Ja. Weil langsam geht er mir auf den Sack. Das ist bisher der härteste Boss, vor allen Dingen ist es ein Mini-Boss. Das ist noch nicht mal ein Boss, das ist ja noch nicht mal ein Boss. Wenn schon ein Mini-Boss, aber... Weil so dumm können wir uns doch gar nicht anstellen. Ja, oder? So dumm können wir nicht sein. So dumm. So dumm. So dumm. Saddam. 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 Big Booty Bitches. Big Booty Bitches. So langsam reicht sie aber. Besonders wird so langsam auch langweilig. Jedes Mal die gleichen Gegner erlebt. Schuss ins Knie, sozusagen ins Knie gefickt. Ja, genau. Und jetzt dürfen wir da wieder in den Raum rein, dort alles einsammeln. Also, wie machen wir es jetzt? Wegrennen oder einer von vorne, einer von hinten penetrieren? Wollen wir erst vorbeilaufen? Okay, machen wir den Vorbeilaufen. Dann machen wir einmal die Vorbeilaufen-Folge und dann, wenn das scheitert, dann ist sowieso gleich vorbei bei dir. Okay, ja, wir haben noch einen Versuch in meiner Folge. Jupp. Wenn jetzt hinhaut, dann wäre das natürlich ärgerlich. Tschüss! Springen! Der kommt eh nicht vorbei. Doch, der kommt bestimmt rüber. Die Gegner in Resident Evil 5, die sind nicht so dumm. Die sind nicht so leider dünn. Nicht. So dünn. Bewegen. Kein Saft, wir müssen die Stromversorgung wieder ein. Und da kommt er. Unser lieber Freund. Ich will hier weg. Ali, komm. Komm, wir gehen. Ist die Tür offen? Ja. Jetzt ja. So, sperren wir uns ein. Kommt hier ist eine Waffe. Da war eine neue Waffe, ja. Oh, die müssen wir mitnehmen. Die müssen wir mitnehmen. So, was hätten wir denn hier? Hier. Die gehört dir.
Heckler und Koch, ja toll, komme ich aber nicht ran, weil hier irgendwie so ein fettes Viech mal wieder im Weg ist. Komm, du von vorne, ich von der Seite oder so. Oder? Ja, jetzt steht er hier voll ins Kreuzfeuer. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Da haben wir ein Problem. Ey, wie wird das so langsam peinlich hier? Ja, er trifft mich ab und an, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe nicht das Gefühl, als würde ich ihn verletzen. Ja, außerdem habe ich keine Munition mehr. Er ist tot? Er ist tot! Er ist tot! Ja, Leute, damit verabschieden wir uns. Also bis zum nächsten Mal bei Hello. Tschüss. Ciao, ciao.